Auf Platz 7 eine kleine Sensation. Ein Mann, den wir vor wenigen Wochen selbst noch nicht gekannt haben. Ja. In Folge 6 haben wir Raphael Sternfeld geoutet als den, vermutlich aufgrund seiner Mitgliedschaft im Freundeskreis von Laura Rudasch, als den außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Werner Faymann. Ja. Und obwohl er sehr zurückgezogen lebt, haben wir eine Spur von ihm gefunden, und zwar einen Leserbrief an die Zeitung Heute. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, ich habe zwar im Lycée maturiert und zwei Studien absolviert, bin aber dennoch ein begeisterter Heute-Leser. Hoffe, der Chefredakteur vom Kurier verzeiht mir das. Gezeichnet Raffi Sternfeld per E-Mail. Da kann man nur hoffen, dass die Laura Rudasch auch diesen Leserbrief verfasst hat, ne? Ja. Aber wie sich's für einen modernen Politiker zukünftigen Typus gehört, kann der nicht nur E-Mail, er kennt auch das Internet. Freuen Sie sich mit uns auf einen Ausschnitt aus einem YouTube-Clip, den Raphael Sternfeld anlässlich der Wiener Bezirksratswahl selbst online gestellt hat. Politik ist für mich ein Bereich, der wirklich von großer Bedeutung ist. Bruno Kreisky sagte immer, ich mache Politik, weil ich die Menschen liebe. Und genau das ist auch mein persönlicher Leitsatz. Ja, ein Problem im Bezirk sind die oftmals fehlenden Parkplätze. Aber eines muss ich schon sagen. Schlimmer als jede Parkplatzproblematik sind Rassismus und faschistische Tendenzen.